bald wieder. Problem behoben. Jetzt müssten wir den Aufzug nutzen können. Bohren wir endlich nach Phasenquarz. Phasenquarz bergen, Dimensionator reparieren. Falls ich keine Chance mehr bekomme, das zu sagen, danke. Werd jetzt nicht rührselig, Bolts. Wir sind noch nicht fertig. Sieh an, die Männergang ist zurück. Mich ständig. Was? Wir wissen noch immer nicht, was mit dem Blizzard in deiner Dimension passiert ist. Wir erfahren es bald. Dann können wir es in dieser Dimension verhindern. Spring zur Seite. Da geht's nirgends hin. Zuerst Erdbeben und wir dachten, okay, abwiegeln. Aber das war nicht genug. Dem Hauptbohrer rasant näher. Wow! Ich wollte schon immer einen Bohrer bedienen, der 100-mal größer ist als ich. Wirklich? Das ist sehr spezifisch. Spezifische Ziele sind erreichbar. Tolle Neuigkeiten. Ich habe die Nachricht entschlüsselt. Hör zu. Endlich entspannt. Hör zu. Nicht den Bohrer einschalten. Die Spalten haben ihn beschädigt. Der Bohrer hat unser Blizzard zerstört. Was? Wir haben ihn gerade eingeschaltet. Entdeckung! Abriegelung aktiviert. Vielleicht klappt eine Fernabschaltung. Elende Bohrer! Ich dachte, du magst große Maschinen. Ich hab meine Meinung geändert. Phasenquarz. Da, in dem Bohrerstahl. Ich schlage es mit dem Hammer raus. Bitte, pass auf. Ja! Oh, ihr Kerl
Wir müssen schnell in die andere Dimension zurück. Das war der letzte. Hier muss es doch einen Weg zurückgeben. Zur Bombe zu werden. Oder wir rammen damit den Bohrer, lösen ihn und verhindern so, dass der Planet zerwirst. Eigentlich verstößt das gegen das Protokoll, aber wir leben in einer präpostapokalyptischen Welt, also was soll's? Dann bereit machen für den Aufschlag. Hallo, hier ist dein bester Freund, Jim. Bitte stirb nicht, ich habe nämlich meine Trauerlaute gelöscht, als wir beste Freunde wurden. Rivet! Oh nein! Tja, vielleicht ist es nicht so schlimm, wie es... Ich weiß, das klingt jetzt total verrückt, aber die Mords haben mir immer Legenden von jemandem auf Torin 4 erzählt. Dem Flicker. Wenn's kaputt ist, der Flicker kann's flicken. Dann schlage ich vor, wir finden heraus, ob die Legenden wahr sind. Unglaublich, wir haben Blizzard gerettet. Wie wär's, wenn wir das Phasenquarz reparieren und das Universum retten? Okay, Bolts, suchen wir den Flicker. Wenn du recht hast und der Flicker das Phasenquarz reparieren kann, dann gelingt uns das Unmögliche. Die Mords haben so von ihm geschwärmt. Und glaub mir, sie sind furchtbare Lügner. Dann haben wir vielleicht doch noch eine Chance, die Dimensionen zu retten. Hört ihr das? Genau so klingt es, wenn ich Lügen zerstöre. Dreckige, üble Lügen. Sie sagen, diese Dimension ist instabil. Wir werden in eine formlose Leere gesaugt. Falsch. Und wer was anderes glaubt, dem befehle ich, seine Augen in die Verbrennungsanlage zu werfen, weil sie offensichtlich nicht funktioniert. Noch wichtiger. Die Lombax-Vandalen sind nicht entkommen. Wie hätten sie? Wenn ich sie noch nicht mal geschnappt hatte! Ihr Schwachköpfe! Hier! Ihr wollt die Wahrheit. Mein Lombax-Kopfgeld beträgt jetzt 27 Squid-Zillionen Nefari-Taler. Seht es euch an! So viel, so real, so absolut nicht gefälscht! Und es gehört alles euch.
wenn ihr diese blöden Lombaxe fangt! Offenbar will Dr. Nefarius uns um jeden Preis schnappen. Wir müssen weitermachen. Auf Savali soll ein Mönch nach Lombaxen suchen. Ob Ratchet ihn schon gefunden hat? Wenn jemand einen neuen Dimensionator bauen kann, dann Ratchet. Was macht Ratchet wohl gerade? Das ist ein Ozean. Ziemlich cool, oder? Und stell dir vor, wenn wir dieses Ding schmieden und die Dimension retten, kannst du ein ganzes Universum erkunden. Hast du denn keine Angst vor der Zukunft? Wo doch so viel ungewiss ist. Ich hab schon, du hast auf Savali gefragt, ob ich meine Familie finden will. Eine lange Zeit wollte ich das auch. Ich meine, das wollte ich wirklich. Aber je näher ich diesem Ziel kam, was, wenn sie ganz anders sind? Was, wenn sie mich ganz furchtbar finden? Ich meine, okay, wir sind da. Die Kedaro-Station birgt die geheimsten Forschungen des Imperators und die einzige Rubion-Schmiede, die mächtig genug für den Bau des Dimensionators ist. Also unsere einzige Chance. Gut zu wissen. Gepriesen, Herr Imperator. Unsere Proteinblock-Lieferung ist da. Da. Lombax! Reiß den Imperator und aktiviert. Der Aufzug kommt runter. Hoffentlich ist das nicht der einzige Weg in die Station. Verstärkung steht in überwältigender Anzahl bereit. Ein übliches Element zur Energiespeicherung. Aber wieso sieht es so lila aus? Vielleicht hat das etwas mit diesem Dimensionschaos zu tun. Wenn dem so ist und wir draufschlagen, bringt es uns entweder in eine andere Dimension oder lässt uns implodieren. Ah! Zu schlagen? Wegen der Abregelung ist der Haupteingang wohl tabu. Können wir uns umsehen? Es muss noch einen Weg geben. Wusste ich's doch. Das Blison muss die überschüssige Energie des Dimensionschaos absorbiert haben. Wir sind in eine andere Dimension gelangt. Eine verlassene Dimension, wie es aussieht. Der Aufzug ist hier! Wenn's dir hilft, Ratchet, ich habe meine Familie auch nie kennengelernt. Den Imperator nicht mitgezählt. In dem Fall kann's dir schlimmer nicht ergehen. Wahrscheinlich nicht, aber selbst wenn die Lombaxe die weltbeste Familie sind, könnten sie von mir enttäuscht sein. Wieso? Du bist ein Held. Ich habe Schurken erledigt, ja. Aber sie erfanden so viele geniale Dinge. Du bist einfach zu bescheiden. Mag sein. Aber ich mag mein Leben in meiner Dimension, Kit. Das will ich nicht riskieren. Apropos Risiko. Wenn die Kedaro-Station in dieser Dimension existiert, meinst du die Rubion-Schmiede auch? Möglich. Aber so wie hier alles aussieht,
Wer weiß, ob sie funktioniert. Wir suchen uns dann lieber noch mehr Blizzon und kehren in die andere Dimension zurück. Ist das ein Amöboid? Es war ein Amöboid! Sie kommen aus. Meine Güte, sie sind überall. Lass sie mich nicht fressen. Schieß weiter, sonst sind wir erledigt. Waren das alle? Ich würde sagen, vielleicht. Amöboiden vermehren sich wohl in allen Dimensionen. Kann ihre Mägen knurren hören? Tür ist zu. Gehen wir weiter. Sophie! Sorry. Ich dachte, du bist jemand anders. Bist du aber nicht. Geht es ihm gut? Ich bin Ratchet. Oh, das ist toll. Hallo, Ratchet. Suchst du nach mir? Das wäre auch toll. Darf ich dich Chad nennen? Nein. Und nein. Ich, brauche etwas Blizzon. Oh, ich weiß den perfekten Ort. Aber mein Zugriffsarm ist ins Wasser gefallen. Ich muss es ablassen, aber wie, Reg, wie? Ganz ruhig. Ich regle das. Wenn der Raum leicht überflutet wird, ist die Pumpensteuerung bestimmt irgendwo hoch oben. Hey, Reggio, hast zwar nicht gefragt, aber ich heiße Schrottbot. Nur falls ich dich nicht. Schön, dich kennenzulernen, Schrottbot. Das ist Kit. Hallo. Wir wollen in eine andere Dimension, um dort die Rubion-Schmiede zu nutzen.
Ist dieser Zugriffsarm so etwas wie eine Art Schlüssel? Schlüssel? Meinst du, leicht und sicher Knöpfe zu drücken? Dann ja. Was? Aber Blizzard, hoho, gleich davon ist ein Aufzug, der uns zu einem von diesen hübschen, leuchtenden Kristallen bringt. Was ist das? Das ist Safti, mein bester Freund. Manchmal will er mich umbringen, aber er kann toll zuhören. Er will dich töten? Wenn ihr auch Freunde werdet, könnt ihr ihn Safti nennen. Oder Sartini. Oder S.A.F. Oh, ein schöner Spitzname. Zugriffsarm, er funktioniert nicht mehr. Er ist nur noch ein Arm, was für ein Unsinn ist. Wir müssen ihn einfach wieder einschalten. Überlass das uns, Schrottbot. Okay, ich bleibe hier unten und sehe zu. Hey Leute, ist es hier gruselig oder was? Die Amyloiden haben uns gefunden und haben Hunger. Nein. Spielt? Sonst schlendert er nur durch die Station und macht sein Ding. Aber euch scheint er aktiv zu jagen. Ich bin neidisch. Da ist es, mein Lieblings-Bison der ganzen Station. Es funkelt so herrlich, wenn man es 6 Stunden lang anstarrt. Tja, dann heißt es jetzt wohl lebewohl. Danke für all die Hilfe, Schrottbot. Rara und Kitty. Come on.
eine Dimension. Sagt George Spott, er soll morgen lieber auf der Hut sein. Die Rubion-Schmiede müsste da vorne sein. Was machst du denn hier? Ist eine ganz witzige Geschichte. Rede ich mit dir? Nein, du redest mit mir. Hier ist alles abgeriegelt. Wie seid du und dein Ross hier reingekommen? Ich inspiziere eure Anlage, weil sie so weiß ist und orange. Ich bin nämlich Innendekorateurin. Erster Klasse. Der Imperator wollte eine Umgestaltung. Als Überraschung für dich und dein Team. Und jetzt hast du es ruiniert. Das würde ich dem Imperator nie antun. Bitte, kommt rein. Trund betrachtet meinen Speicher als gelöscht. Sehr clever, Dekorateurin Kit. Was machen wir jetzt? Wenn wir mit den Forschern plaudern, legt sich ihr Misstrauen vielleicht. Oder wir gehen direkt zur Schmiedesteuerung und bauen den Dimensionator. Die Schmiede scheint von der Plattform da oben aus gesteuert zu werden. Schubidu-du, es war unglaublich. Er sagte, dieses Baupläne hochgeladen. Schauen wir mal. Mhm. Verstehe. Improvisierst du gerade? Komm schon. Oh. Haben die Schmiede nur mit Hilfsstrom betrieben? Der Hauptstromschalter ist genau da. Ah, war nur ein Belastungstest. Mal sehen. Ja, alles zerbricht. Völlig korrekt. Nichts wie weg hier bevor. Ah. Scharlatane! Hallo, Eindringlinge! Wir eskortieren euch in Biologie! Das ist perfekt für unsere Unendlichkeit! Wieso ging die Schmiede nicht? Die Energie war wohl zu niedrig. Aber der andere Knopf sah nicht richtig aus. Du wolltest doch nicht improvisieren! Tu ich nicht. Ich handle intuitiv. Überall Security! Wir müssen hier raus! Was ist mit dem Dimensionator? Uns fällt schon was ein. Mehr Unterstützung. In diesem Raum ist nichts. Wir müssen weiter. Innendekorateure? Wie konntet ihr nur auf so einen dämlichen... Sie hatten nicht einmal Ausweise dabei! Dieser Lombax muss sofort gefunden werden, wenn er mit den Siegern weiter... Und mache eine Mischlingstestelle aus euch!
Eindringlinge leben. Ich gehe rein. Das waren nicht die letzten. Wir brauchen einen Fluchtweg. Und wenn wir Blizzon nehmen? Gute Idee. Eine Monsterdimension wirkt gerade ziemlich verlockend.